So, hallo und alle zur nächsten Folge von Golem Befreiungseinheit 2.0. So, wir waren stehen geblieben an einem Rätsel, was irgendwie ein bisschen komisch war gegen Schluss, aber ich habe mir sagen lassen vom Entwickler, das ist alles so geplant, also sie haben auch wirklich als getestet, ich dachte, das wäre ein Fehler in der Geschichte, dass jetzt das was eh nicht rauskommt, weil ich bin so nach dem Motto gegangen, okay, erstmal alles wieder rückwärts aufrollen und da das eben das erste war, muss es auch das letzte sein, aber wir haben ja das Ventil unter anderem auch ausgestellt und deswegen müssen wir wahrscheinlich durch diese Geheimschächte da durch, weil da habe ich ja versucht schon mal reinzuspringen in der letzten Folge. Bin ich aber nicht ganz reingekommen, aber Abfallblau war es, gell? Ich glaube, hier muss ich im anderen. Und dann müsste hinten das Ding aufgehen und dann können wir auch eigentlich da hoch. Ja. Und kommen bestimmt irgendwie in den Gang rein oder so, weil für irgendwas müssen die ja da sein. Sie sind ja nicht so zum Spaß da. Und er hat auch gesagt, bei vielem ist es vollkommen eine Absicht. Also er hat nichts gespoilert. Er hat gesagt, bei vielem, was hier so passiert, ist alles vollkommene Absicht. Ich komme irgendwie, zack, okay. Jetzt die Frage, kommen wir... Wahrscheinlich gibt es ja auch nur eine Richtung. Ah, eine Durchsage. Achtung, ein Sicherheitshinweis. Ein irrer Italiener fährt mit einem Kart, Schildkrötenpanzer schießend und Pilze fressend durch die Gänge. Okay, den habe ich jetzt verstanden. Ein verrückter Italiener fährt mit einem Kart Schildkröten schießend und Pilze fressend durch die Gänge. So, genau so war's. Ist hier noch was? Nee. Ja, Labyrintho. Hier ist noch eine Kiste. Emerald. Haben die in der Kanalisation hier oben Dings versteckt? Naja. Hier geht's auch nochmal lang. Aha. Jump'n'Run. Ja. Jump'n'Run. Jump'n'Run. Autsch. Kann es sein, dass ich dann da hoch muss und von da wieder darüber und oh je. Jump'n'Run bin ich immer scheiße, das weiß ich. Sag mal, warum haben die Kanalisation so beschissen gelegt? Zack, so hoch. Emerald. Meiner, danke. Achtung, Preisfrage. Yeah, hat geschafft. Hat geschafft, yes. Ausnahmsweise mal. Ich glaube, das war hier. Nee, war es nicht. Sowieso alles zugesperrt, oder? Ja. Ja, ja, ja. Schon wieder ein Jump. Das gestaltet sich schwieriger als erwartet. Und hier hinten war nichts mehr, ne? Nö. Nö. Okay. Das war leicht unerwartet gerade. Und ich muss kurz überlegen. Muss ich denn da hier hinspringen? Hä? Bin ich jetzt richtig? Achso, kann ich hier... Ich kann doch nicht wieder hoch. Bin ich falsch? What the... Moment, Moment. Ist das hier korrekt überhaupt? Das ist, ne? Also, ich kann nirgendwo nach da rüber und ich kann auch nirgendwo nach da. Wenn ich jetzt da drauf bin, dann... Nee. Ich kann hier gar nicht nirgendwo weiterspringen. Nee, kann ich auch nicht. Wo soll ich denn hier hin? Wenn ich hier drauf bin, kann ich dann... Ich kann nicht um die Ecke springen. Ist doch gerade schon irgendwie... blöd. Ja, ich wüsste nicht, wo ich hinspringen soll. Ich glaube nicht, dass das so soll. Ach, auch wieder Lieferungen und alles mögliche. Ach, wir sind hier vorne wieder am Dings. Eigentlich? Ja, eigentlich müssten... Da, wo wir hin müssen, ist auch da hinten irgendwo. Warum sind wir dann hier rausgekommen? Ich glaube, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Mehr oder weniger. Ich vermute es mal. Ich bin irgendwie von da nach da gelaufen, aber das ist doch... Kann doch gar nicht sein. Weil eigentlich ist da... Wir müssen doch da hinten hin. Ganz da hinten hin. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Höchstwahrscheinlich. Aber da vorne konnte ich echt noch weiterspringen, das... Ja. Also ich habe es noch nicht gesehen. Und das Tolle ist ja, viele von euch haben es logischerweise auch nicht gesehen, aber so zwei, drei, die es gesehen haben, hörst du sofort einfach. Ja, zwei, drei von wie viel tausend haben es gesehen? Selbst wenn es mehrere sind. Selbst wenn es 10% ist, einer von 10 sieht es auf den ersten Schlag. So. Wer sagt, dass ich gerade der erste, einer von den 10 bin? Kann ich da? Nee, das ist ein anderes. Ich habe wahrscheinlich wieder so viel übersehen.
Hier vielleicht. Ha! Ha! Hier, ich bin einfach zu weit durchgelaufen, aber da ich den Jump'n'Run-Parcours einmal gemacht habe, ist nicht aufgekommen? Nee, ist noch nicht mehr aufgegangen. Kann ich wieder hoch? Jetzt müsste ich eigentlich den Jump'n'Run-Parcours, ich bin einfach vorbeigelaufen. Ich dachte mir schon, hä? Es war nicht so leicht ersichtlich, wo die ganze Geschichte hinführt. Und hier vorne war das ja soweit, ja. Hat ja richtig gemacht. Theoretisch ging es dann halt hier weiter, aber ich muss jetzt zu Sicherheitsstufe 2. Sicherheitsstufe 2 hat sich geöffnet. Aha. Wahrsager und Bofrost. Wahrsager, ich kann aber nicht rein. Schade. Bofrost, was ist hier alles drin? Haben eine Kartbahn. Super Mario World Level 5. Ja, siehst du mal, da ist auch der verrückte Italiener rausgesprungen. So, und jetzt hat sich hier Sicherheitssektor 2 geöffnet. Und hier kann man nochmal reinklotzen. Yay. Okay. Es wird spannend. Wir trennen unseren Müll. Scheiße. Was auch immer das sein soll. Papier, Verpackung, irgendwas. Grünzeug. Warte mal, hier steht es da. Restmüll, okay. Exkrement. Klar, wir hatten in so einem Institut Exkrement als Abfall. Außer in den Toiletten halt. Bio, Plastik, Papier, Glas, Hirn. Ja, so seht ihr aus, dass ihr gerade das wegschmeißt. Blume. Passiert was mal? Ist irgendein Feature? Passiert irgendwas? Ich höre Lava. Ich dachte schon, es wäre irgendein Feature. Blume. Okay. Sicherheitssektor, Sicherheitsstufe 2. Wäre drum was aufkommen? Nee, gut. Hier muss ich rein. Kontrollraum ist wieder oben. Ultra-realistischer Stein. Nachts nur mit Hilfe des kleinen Cs auffinden. Ja. Ja. Plattformen ausfahren. Steuern der Plattform im Kontrollraum. Preisfrage. Wenn man stirbt, hat man Keep Inventory True an? Ich hoffe, ja. Steuern der Plattform im Kontrollraum. Ich gehe mal in den Kontrollraum kurz rein. Ich hoffe, ja, weil ansonsten sind wir am Arsch. So. Wir haben Anweisungen bei Poop Verlag. Jedes Mal Poop Verlag. Gedankenstütze. Ich tue mal das vom ersten Dings raus. Dann Anleitung und Schaubel tue ich gerade mal raus. Tipps tue ich gerade mal aus dem altschwedischen Notiz von Mr. Boss und willkommen auch von Mr. Boss. Das wichtige Zeug, was ich verlieren kann. Credits tue ich gerade mal raus, Emerald tue ich gerade mal raus, Missionszeug tue ich auch gerade mal raus und ich gehe einfach mal hin und guck mal. Handbuch zur Plattformsteuerung. Um in Sicherheitsstufe 3 zu gelangen, musst du über 5 Plattformen springen. Ja, das muss übrigens jeder Mitarbeiter machen, der da rein will. Ich glaube sofort. Also, es gibt 5 Plattformen, eine türkise, eine gelbe, eine grüne, eine rote und eine violette. Nun musst du herausfinden, welche Reihenfolge diese Plattform ausfahren sollen. Das kriegst du doch hin. Im Vorraum der Lavahalle befindet sich der Startknopf, welcher einmalig die von dir, weiter geht's, festgelegte Reihenfolge der Plattform abspielt. Als erstes fährt die Plattform aus, welche du unter dem Kontrollpunkt bei 1 gewählt hast, dann die, welche über 2 gewählt hast, dann über 3, ist okay. Danach die, die du Überraschung bei 4 ausgewählt hast und am Ende wieder vom Hoch, welche bei 5 leuchtet. So. Jetzt soll das jeder verstanden haben. Die richtige Reihenfolge musst du allerdings herausfinden. Okay, wir können uns praktisch einspeichern, welcher Reihenfolge die Plattform ausgefahren werden. So wie es aussieht. Ja, ich gehe jetzt hier nochmal durch, weil ich ja der Doppeldepp bin und lieber alles zweimal gerne lesen müsste. 5 Plattformen. Der Küse, gelbe, rote, grüne, verschiedene Farben. Gut. Welche Reihenfolge? Kriegst du auch hin. Vorraum der Lavahalle findet sich in Schnarkhaft. Vorraum in der Lavahalle. Okay. Hier einmal, okay. Die Reihenfolge muss ich hier oben jetzt logischerweise festlegen, indem ich hier drücke. Jetzt nur die Preisfrage. Okay, hier unten fange ich an. Aber das heißt nicht, dass ich springen muss auch wirklich, oder? Ich heiße, ich kann mir jetzt hier zunächst erstmal angucken. Ich sehe ja schon da, wo die Plattformen sind, dass nämlich da, wo die Lava zusammenfließt, auch recht groß. Allzu weite Sprünge sind es gar nicht mal. Kumpel Kürbis studiert den Mechanismus. Ist ja schön. Schön. So, 3, 2, 1. Hier vorne ist die 1. Da fange ich mal an. Ich drücke einfach mal. Ich fange mal ganz blöd an. Ich gucke mal, wie viel das hier ist. Wie viel ist Türkis? Die habe ich jetzt eingeschaltet. So, ich jetzt mal drück. Ist sogar die erste. Okay, es ist sogar die erste. Das heißt, ist schon mal nicht schlecht. Gut. Da lag ich gerade ausnahmsweise richtig. Ich fange einfach links an. Dann gucke ich mal kurz hier drüben. Hier probiere ich mal die gelbe. Die wievielte ist das, ist die Frage. Die gelbe ist die vorletzte. Also ist gelbe die 4.
Das heißt, unten kann ich das Gelbe theoretisch rausmachen, beziehungsweise bei der 4, die oben ist, Gelb festlegen. Dann weiß ich gleich schon, okay, bei 4 muss Gelb hin. Und dann kann ich unten mal austesten, bei der 2, da haben wir Grün draus. Okay. Blub, 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 blub. Testen wir mal kurz. Das geht. 1. Das ist die 3. Das Grüne ist die 3. Okay, okay. Dann können wir zu 3 gehen, hier hoch, und da das Grüne antippen. Also müssen nicht jedes Mal alles durchmachen, sondern können es einfach merken, wo es aufgeploppt ist. 3 war grün. Und die 2 ist vielleicht die rote. Ich wette, es ist eh die violette. Aber machen systematisch, so. 1. Ja. Ist die letzte. Ich wollte gerade schon sagen, violette ist die 2. Und violette ist das letzte. 2 war... Was da? Logischerweise dann. Und... Ne, warte ganz kurz. Ja, doch. Das Rote war das letzte. So. Einmal rumgehen und dann müsste es hoffentlich gehen. 5. Plamm. Und wieder runter. Preisfrage jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Scheint zu gehen. Wie lang ist die Verzögerung, bis ich drauf springe? Okay, in dem Moment, wenn der Ton da ist. Ich muss wohl logischerweise durchsprinten und darf es nicht verkacken. So, und ich muss einfach rüberkommen. Okay, okay, okay. Dann probieren wir es mal. Und weißt du was, ich lege die Anleitung gerade mal raus, weil ich weiß nicht, ob wir Keep Inventory True haben. Das wäre nämlich, nee, nee, und so. So, testen wir es so aus. Einmal kurz austesten. Und, bereit. Nochmal kurz kratzen. Jo, und los geht's. Ja, siehst du, schon gleich verkackt. Ich bin zu spät losgegangen auch am Anfang. Müssen wir sterben. Das war im Lava. Unser letzter Checkpoint wurde jetzt hier oben gesetzt und das war bei. Oh, schon ganz am Anfang. Die Mitarbeiter haben auch schon Dings. Oh, neue Durchsage. Achtung, ein Sicherheitshinweis. Bitte tragen Sie während dem Verwendeten von Scheren ein Kettenhemd. Okay, den habe ich auch verstanden. Achtung, ein kurzer Sicherheitshinweis. Tragen Sie während dem Verwenden von Scheren einen Kettenhelm. Ja. Ist ja das Daily Business hier. Ich hätte irgendwo weiter vorne. Habe ich doch bestimmt auch schon mal Mitarbeiter-Lounge irgendwo gesichert, oder? Wo wir halt näher dran sind. Ich war mir nicht sicher, ob Keep Inventory True an ist. Deswegen Mitarbeiter-Lounge gegangen. So. Hier war richtig, ne? Ich glaube schon. Sicherheitssektor. Ja. Ja. Ich war mir schon bewusst, dass ich höchstwahrscheinlich dabei sterben werde. Deswegen habe ich es gleich gelassen. Und das richtige Timing kommt dann. Ah, reicht nicht ganz. Habe ich irgendwo noch einen zwischenzeitlichen, besseren Spawnpunkt als hier? War schon fast, aber auch vom Timing hat es wieder nicht gepasst. So eine Sekündchen länger, dann wäre es kein Problem gewesen. Ich bin auch wieder zu spät losgelaufen, aber... Ich will doch nicht in die Lava so reinspringen. Wenn ich halt zu früh bin. Meiner Meinung nach ist es lieber ein bisschen zu spät als ein bisschen zu früh, aber anscheinend scheint das hier nicht zu funktionieren. Genauso, wenn du zur Uni fährst. Lieber bist du 5 Minuten zu spät, als besetzt, dass du 5 Minuten zu früh da bist. Du kannst ja nämlich 10 Minuten länger schlafen. Das ist nochmal der Pro-Tipp. Habe ich irgendwo eine Mitarbeiter-Lounge oder so? Kann ich irgendwo mal... Ist das hier Sicherheitssektor Endstufe? Ich wollte eigentlich nur mal die iPhone sein, glaube ich. Mitarbeiter-Lounge. Also sag ich doch. Spawnpunkt neu gesetzt. Boah. Das wurde aber auch mal Zeit, weil, ne? Ihr wisst ja, wie es so ist. Das kann ein bisschen dauern. Aber zu meiner Entschuldigung, ich muss sagen, wir haben auch... Die Map ist sehr, sehr ressourcenfressend. Ich habe nicht meine vollen Framerate. Meine Framerate. So, jetzt haben wir hier zeitig. Yes, nein, 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 nein. Yes, 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 yes. Stufe 3 öffnen. Ja, alle Mitarbeiter müssen hindurch, um zur Stufe 3 zu gelangen. Um zur Endstufe zu gelangen. Das ist ganz normal hier. Rüdiger war hier. Da oben sind nur Scorepoints. Zufallsschild. Scorepoints. Ach, ein Jump'n'Run mal wieder. Den ich aber bei einem lächerlichen Jump-Künsten eh verkacken werde. Ah, okay. Hoch, hoch. Obwohl,
Der geht eigentlich noch im Schwierigkeitsgrad. Das gibt schlimmer aus. Jump. Ich glaube, vom ganzen runter verschiebt man auch, ne? Also logischerweise wegen Fallschaden und so. War da noch was? Nein. Da hinten ist noch was. Ja, zunächst erstmal da hoch. Ein Emerald. Backe. Sieh mal das Dach. Da kann man auch langlaufen. Dieses Riesenkomplex ist das hier. Das ist ein Riesengebäudekomplex. So, vielleicht nochmal da drüben hin. Komme ich da? Nein, komme ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie kommt man denn da oben drauf? Muss man da über die Blätter und... warte mal kurz, bin ich auch richtig? Ich teste mal ganz kurz. Ich glaube, den Sprung, der ist gar nicht zum Schaffen da. Oder? Ah doch, deswegen ist wahrscheinlich das Ding hier da. So. Dann da drauf. Dann da drauf. Dann da drauf. Hier sind Skelettschädel. Noch ein passiert nichts, wenn ich eigentlich hätte sein können. So, dann hätten wir aber auch hier jedenfalls die Punkte so. Kann man da überhaupt hochspringen? Ich weiß gar nicht. Kann man. Hier noch ein Secret? Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, geht's langsam runter, beziehungsweise die Folge ist auch schon vorbei. Wir haben den... Autsch. Nächsten Sicherheitssektor geschafft. Ruhiger wäre hier umso. Okay, habe ich eingesammelt. Okay. Wir sind bei der Endstufe angelangt und dann würde ich sagen, sehen wir das in der nächsten Folge. Die Rätsel sind nicht schlecht gemacht. Und dann gucken wir mal. Warte mal, aufs Dach. Privatgemächer von Mr. Boss. Der wohnt hier auch noch. Serverräume, Wäscherei. Passt gut zusammen. Kartenausgabe. Wenn ich hier reinkomme, passiert was? Nee, noch nicht. Okay, die Endstufe machen wir im Anschluss. Geht dann hier, glaube ich, rein. Sektor 3. Ja. Und ja, würde ich sagen, bis demnächst. Lass krachen und tschüss.